Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hand Showdown. Ich habe das erste Mal, seit ich dieses Spiel spiele, mit random Leuten gespielt. Und irgendwie war ich positiv überrascht, dass es ganz gut funktioniert hat. Hätte ich nicht gedacht, ich weiß nicht. Ich hatte immer im Kopf, man muss sich absprechen können mit seinen Mates und keine Ahnung. Aber ja, die Runden waren eigentlich gar nicht mal so schlecht. Und in der einen Runde habe ich vielleicht ein etwas seltsames Loadout dabei. Das war eine Nagant Precision und Doppel, Lemat. Einfach aus dem Grund, ich habe das erste Mal mit random Leuten gespielt und habe gedacht, nimmst mal Kram mit, den du noch im Inventar hast. Nicht zu viel Geld ausgeben, einfach mal gucken, wie es wird. Und in der anderen Runde habe ich ein Loadout gespielt, das ich mittlerweile sehr, sehr gerne spiele. Das macht echt Spaß. Eine Sparks und eine Windfield Wendel mit Hochgeschwindigkeitsmunition. Ja, man braucht Quartermaster dazu, aber das Loadout macht sehr, sehr viel Spaß. Und ja, wie die Runden gelaufen sind, könnt ihr euch jetzt angucken und ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei. Immer noch, da muss ich natürlich schon Krähen laufen. Und da vorne ist ein Versorgungswagen. Da kann ich mir gleich einen Nachschub holen. Für die Spritze, die ich mir gegönnt habe. Naja, ein Dynamit. Damit kann man arbeiten. Kommen die mit? Ja. Wo haben wir denn hier den Hinweis? Auch ganz gut erreichbar. Auch wenn die Möglichkeit besteht, dass da ein Mieter draufsteht. Aber ich gebe einfach Gas. Ich muss nur schneller sein. Und da haben wir das nämlich schon erledigt. Können wir jetzt auch schon Richtung Docks gehen. Da ist Munition oder eine Toolbox. Egal, brauche ich beides nicht. Das ist ein Krähen. Also doch hier lang. Weist die mal auf die Krähen hin. Keine Ahnung, ob das interessant für die ist. Du hast verkackt, Junge. Ach, aber wie oft mir das auch während dem Event passiert ist. Mit der Gifthand am Brust. So, auf zu den Docks. Zu spät gesehen, leider. Ah, komm, fuck it, da können wir die jetzt auch noch losjagen. So. Wieso auf irgendwas Rücksicht nehmen? Der Boss ist Reynard. Auf geht's. Ja, ist abartig, ne?
einmal über die komplette Map gelaufen. Da hat er absolut recht. Aha, und da wird doch auch schon geschossen. Aus unterschiedlichen Richtungen, das heißt, es scheint ein Teamkampf zu sein und nicht der Bosskampf. Natürlich aber erstmal hier rüber und in Deckung gehen. Da ist ein Emulator nervös. So, der Sparkshit hat wehgetan. Das kann ich schon mal sagen. Die wird sich jetzt heilen. Von der Tür gekommen sein, theoretisch. Verfluchter Mist, wie war das kein Treffer? Schlecht.
Oha! Na, die wird den wahrscheinlich erstmal aufstellen. Müssten alle sein. Aber da hinten ist noch ein anderes Team. So. So, das ist doch bestimmt das letzte Team dann hier, oder? Noch einer down. Nice, Jungs.
bleib meiner Sparks jetzt treu. Das ist viel zu lange, viel zu gut gelaufen. Wo ist der letzte? Sehr, sehr schön gemacht. Viele dürften es jetzt nicht mehr sein, oder? Ja, könnte vielleicht noch. Ich bin mir nicht sicher. Ja, ich habe den Überblick verloren. Ich auch. Wir können mal nachzählen. So, hier haben wir die ersten drei. Hier sind zwei. Nochmal einer, sind wieder drei. Da hinten ist noch einer. Ja. Also fehlen theoretisch aktuell noch zwei, die hier irgendwo auf dem Compound rumliegen könnten. Du hast Vulture, ne? Dann loot ich jetzt einfach drauf los. Ja, ja, hau rein, loot alles. Hier ist noch einer. Fehlt theoretisch nur noch einer. Ah, ich schätze mal, das war's jetzt. Ja, ich glaube auch. Hier liegt ein Geldsäckchen. Oh, hier Blutmarken. Ach, was für eine herrliche Runde. Schön, schön, schön. Und auch schön, wenn die Sparks mal das macht, was es soll.
Ja, alles sauber. Hier ist nochmal Geld. Die zwei habe ich, glaube ich, schon. Ich guck noch mal. Mann, ich will die Bosin haben. Ich krieg sie auch. Er mit seinem Scheiß verschett, Alter. Wieso? Also wieso kannst du die Mosin nicht nehmen? Ah, pass auf. Such mal was zum Verbrennen. Ich zeig dir mal einen kleinen Trick. Jetzt müsste es theoretisch gehen. Kollegen auch noch ein bisschen weitergeholfen. Ist doch schön. Dann ist doch alles perfekt gelaufen. Vorsichtshalber nochmal umgucken. Man weiß ja nie. Aber das war doch eine sehr, sehr schöne Runde. Jungs, es war mir eine Ehre. GG. Ja! Ja, so eine Runde habe ich mal wieder gebraucht. Wir laufen in letzter Zeit nicht immer so gut wie jetzt. Ja, die Runde war ein richtiges Massaker, ey. 8 Kills! Okay. Ja, ich muss doch jetzt natürlich mal gucken, wie viele davon von mir waren. Weil schlecht ist es ja absolut nicht gelaufen. Das habe ich schon alles freigeschaltet. Das war's. Was haben wir denn? 4 und 1 Support Kill. Ja, das kann ich so lassen. Da kann ich absolut... Bin ich absolut zufrieden mit. So, gucken wir doch mal, wie das jetzt mit random Leuten funktioniert. Das kann ja nur gut gehen. Passt mal auf. Ja, mein Loadout ist ein bisschen speziell. Ich spiele jetzt einfach mal Sachen, die ich sonst nicht ganz so selbstverständlich spiele. Können eigentlich das Bossgebiet schon wieder wechseln. Ja, da haben wir ein bisschen Geld.
zeigen wir es denen mal an. Vielleicht willst du eine haben. Ich gehe jetzt zur Alice Farm, die sollen gucken, was sie machen. Kommen Sie mit? Nein. Die bleiben wohl lieber bei Scrappy. Kommen Sie doch mit? Was ist deren Plan? Naja, egal. Ich gehe jetzt zur Alice Farm. Da haben wir noch zwei Hundis. Machen wir noch weg. Schnauze jetzt. Was für ein Rundenstart schon wieder, ey. Unfassbar. Liegt da irgendwo Heilung rum? War bei den ganzen Crunts nicht ein Dr. Crunt dabei? Aber die Hunter XP kann ich mitnehmen. Reynards Sägemühle ist also der Boss. Okay. Ach, hör doch auf, Mensch. Wobei das, glaube ich, mittlerweile auch ziemlich egal ist. Wir laufen ziemlich seltsam über die Map. Der Boss ist hier im großen Hauptgebäude. Gucken wir doch mal, was sich hier so ergibt. Okay, am Fenster will wohl keiner gucken.
Na gut, wenn die jetzt aufheben, wissen sie sowieso, dass wir da sind. Gucken wir mal, ob wir unserem Kumpel hier helfen können. Schlecht. Ich habe halt echt noch keinen einzigen gegnerischen Hunter gesehen. Wohl nicht ganz so viel lustig, hier mal zu beteiligen, oder was?
Na also, war doch überhaupt gar kein Problem. So, ja, war doch alles gar kein Problem. Wo ist eigentlich der andere Boss? Schlachthaus. Da sollten wir wohl jetzt lieber rausgehen. Das war Spannung genug. Ich schätze mal, viel mehr wird hier jetzt einmal los sein bei uns. So, das war doch mal eine schöne, spannende Erfahrung mit random Spielern. Okay. Kann das Ding hier mal weg? Naja, auch nicht besser. Egal. So, das war mal eine Erfahrung wert, mit random Leuten zu spielen. War stellenweise ein bisschen weird, aber insgesamt war es doch eigentlich eine ganz coole Runde. Ja. Und das war's auch schon wieder mit der Folge. Ich hoffe immer, dass es euch gefallen hat. Wenn ja, zeigt mir gerne mit einem Daumen nach oben. Lasst ein Abo da, wenn ihr mehr von Hunt Showdown sehen wollt. Und schreibt mal eure Meinung zu der Runde in die Kommentare. Und damit verabschiede ich mich. Bis zum nächsten Mal. Haut rein.